Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Letzte Woche gab es am Hamburger Flughafen massive Störungen wegen einem Stromausfall. Es war kein Cyberangriff, sondern nur ein ganz normaler Kurzschluss. Aber ich denke, so ein Vorfall zeigt sehr deutlich, wie verletzbar unsere kritische Infrastruktur ist. In den letzten Jahren beobachten wir immer häufiger Cyberangriffe aus Russland, China, Nordkorea oder auch länderübergreifenden Akteuren. Cyberspionage, Desinformationskampagnen oder auch Erpressungssoftware, Ransomware sind inzwischen ein Teil unseres Alltages geworden. Und durch die offenen Grenzen des Internets ist es unmöglich, dass sich die Staaten separieren. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammenarbeiten. Daher gilt es jetzt tatsächlich, eine EU-Cyber-Reaktionsteams einzurichten und die Koordinierung viel stärker zusammenzubringen. Und Cyber-Defense muss von vornherein beim Aufbau der Europäischen Verteidigungsunion einen ganz zentralen Kern spielen. Das ist für uns extrem wichtig.